Weiter geht es mit einer neuen schwammigen Folge Little Nightmares 2. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz schwammig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte schwammverseuchte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter und wenn ihr mich ein wenig supporten wollt, das geht ganz schnell. Dauert nur eine Sekunde, kostet kein Geld. Einfach nur eine klitzekleine Bewertung dalassen. So. Oh nein, 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 nein. Nein, nein. Absolut nein. Ich erinnere mich an die Stelle. Ich habe die Demo gespielt. Ja, genau das. Okay. Ja, die fangen an zu wandern. Alles klar, jetzt ist die Birne kaputt und wir haben ein Problem. Okay, er kann hier nicht durch. Er kann hier nicht durch. Oh, verflucht. Alter, die Dinger sind echt unheimlich. Alles klar. Captain Hook, bleib cool. Bleib einfach nur cool. Moment, ich glaube, hier drüben geht es offiziell weiter. Yep, die Tür hier ist fake. Keine echte Tür. Das ist so widerlich. Ich glaube nämlich, der Torso ist Mensch, ja? Also wirklich Fleisch, Haut, Knochen, Blut. Aber die Arme und Beine? Piraten. Wir haben es hier mit Somali-Piraten zu tun. Wow, 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 wow. Hey, oh Gott! Alter, crappt der mich hier von der Seite. Jetzt geht's rund, Freunde. Spaß ist over. Freude ist vorbei. Nein, 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 Jungs. Nein. Nein. Ah, ah, ah. Vergiss es. Alter, der hier. Der Nasenaugenmann. Vergiss es, Alter. Rein, 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 rein. Wow, 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 wow. Wow. Also wer auch immer auf diese Idee hier gekommen ist, sehr, sehr abartig. Oh, kann man die hier bewegen? Nee. Schade, sehr, sehr schade. Ich hätte mich hier gerne ein bisschen mehr umgesehen. Okay, der hier bewegt sich nicht. Noch nicht. Also der Abschnitt hier, der macht mich emotional sehr fertig. Oh nein, ich höre sie schon wieder. Ein Stück Käse und ein Auge. Toilettenkäse. Wer kennt's nicht? Alter, ist das ein widerliches Klo. Was klebt da drin? Blut? Innereien? Beides? Oh, schau mal, hier kann man doch bestimmt durch. Muss man hier lang? Oho, wow. Alter, irgendwas hat mich da unten gefressen. Es war eine Falle. Irgendwas hat mich da unten eben verknuspert. Ja, so nach einem Krankenhaus sieht das hier nicht aus. Das sieht eher aus wie ein Gefängnis mit einer Krankenhausabteilung. Irgendjemand war hier sehr, sehr lange gefangen.
Kann ich hier was reinwerfen? What? Die Dose wurde zerdrückt. Schaut mal hier. Okay, Moment. Die schmeißt das wieder raus. Und die Dose wird zerdrückt. Creepy. Echt verdammt creepy. Also wenn du da in dem Loch landest, ist vorbei, ne? Oh! Oh mein Gott! Alright. Alright. Okay. Haha! Was? Hat der mich gegrapscht? Oh Mann, da muss ich aber schnell durch. Bisschen dancen. Bisschen dancen mit Mr. Finger. Ach komm schon. Ich bin eben gerade auch direkt auf der Mittellinie gelaufen. Ab und zu finde ich, ist es wirklich pures Glück in dem Spiel. Ja, 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 sieht gut aus. Weg von denen hier. Und hier rum, hier rum, hier rum. Okay, okay, okay. Ich habe dezent Probleme. Ha, hey, hey. Ah, gibt es nicht. Und ich lande wieder neben dem Klo. Dieses Spiel ist ein wahrer Albtraum. Und es hasst mich. Okay, jetzt wieder rund. Jetzt wieder ein bisschen hier lang. Ah, hier ein bisschen rein. Da um die Ecke. Alright. Run, my friend. Run. Gut gelöst. Oh nein, der kann da unten durch. Der kann da unten durch. Der kann da unten durch. Oh nein. Okay, okay. Haha, ihr Idioten. Ihr habt keine Beine. Niemals die Seife aufheben. Regel Nummer 1. Duschregel Nummer 1. Nein. Gib mir Mr. Soapy. Piep. Ich finde den Schwamm so widerlich. Okay, nochmal hier hin. Hört ihr das? Insekten, Mücken. Das einzige, was hier noch lebendig ist. Uff. Uff. Eine Leiche in der Badewanne. Kranke Kinder. Bah, was ist das hier drin? Irgendwelche Blutekel? Na, guck mal, hier sehen wir sie im Glas, ja? Relativ klein. Und hier drüben scheinen sie riesig zu sein, weil sie die Leiche ausgesaugt haben. Und die Egel hatten wir ja schon in Teil 1, diese schwarzen. Die kleinen Saugerlis. Schnell weg. Die Leiche hat gestunken wie die Hölle. Okay. Alles klar. Das ist auch sehr unangenehm. Was? Ey, ich bin weggesprungen, der erwischt mich. Weil wir müssen dann hier hin, ne, Licht ausmachen, beziehungsweise anmachen. Ich glaube, der springt auch so raus. Moin. Nee, der springt nicht raus. Und bewegen kann ich das Ding so leider, glaube ich, auch nicht. Kumpel. Du müsstest mal aufstehen. Das Problem ist, ich muss ihn halt so lang wie möglich zurückhalten.
So, Vorsicht. Ey, ey. Ah, ah. Nein, na, nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Boah, sind die unheimlich. Boah, sind die unheimlich. Wasch dich mal. Du müffelst. Deine Prothesen stinken. Okay, das hätten wir. Der Kollege in der Dusche, den beneide ich auch kein Stückchen. Oh, die Stelle wird auch richtig schwer. Ja, die wird richtig... Ah, Mist. Die wird richtig unangenehm. Komme ich hier durch an der Seite? Ah, ah, nein. Ey. Ey. Wow, ich sehe nichts. Irgendwann siehst du auch gar nicht mehr, wo du hinleuchtest. Serke, die Stelle wird mies. Ah, na, na. Oh Gott. Nee, ich muss oben rum. Anfangs oben rum. Da unten keilen mich zwei direkt ein. Hier einmal durch, hier einmal durch, hier einmal durch. Die sind so viel schneller als ich. Die Stelle ist halt mies, weil ich da nicht genau sehe, wie ich laufe. Wenn ich die geschafft habe, dann kriegen wir es, glaube ich, ganz gut hin. Ah, ah. Nicht bewegen. Nein, na. Na, na. Ich sehe es hier einfach nicht. Ich sehe einfach nicht, wo ich genau stehe. Okay, gehen wir mal unten entlang. Sag ja, die Stelle ist richtig, richtig ekelhaft. Wow, wow. Okay, hier komme ich durch. Alles klar, die war relativ gut, die Route. Brechen die da durch? Der elektrische Stuhl funktioniert noch. Da hinten sehen wir eine merkwürdige Zeichnung. Eine sehr, sehr merkwürdige Zeichnung. Boah, ich hoffe, die Bretter halten. Ach, du hast schön hier Pause gemacht, was? Ich habe geschuftet und du schön Pause gemacht. Kleine, beeil dich. Beeil dich bitte. Sehr geil. Die da hinten geben endlich Ruhe. Okay. Ich komme wieder nicht durch die Tür. Sie denkt sogar mit. Das finde ich super. Wirklich, sie ist echt nützlich. Na komm. Schieb das Ding da mal rein. Und jetzt geht's eine Etage weiter runter, wenn ich hier jemals rankomme. In den Keller einer alten Irrenanstalt mit Lazarett. Will man dahin als Kind? Ich weiß ja nicht. Also, der perfekte Ort zum Spielen? Ich weiß ja nicht. Ich meine, ich habe die Demo gespielt. Und am Ende haben wir so einen komischen Doktor gesehen. Den man auch schon aus Teil 1 kennt. Zwar nicht direkt als Gegner, aber
Von dem gab es Zeichnung. Also der wurde schon angedeutet in Teil 1, dass der eben existiert. Klar, man wusste damals noch nicht, dass der in Teil 2 dann existieren wird, aber er ist jetzt keine Figur, von der man noch nie irgendwas gesehen bzw. gelesen hat. Oh nein, jetzt kommt die Stelle hier. Jetzt kommt die Stelle hier. Ready to fight. Was? Die können direkt wieder zu Krapschen? Griebschen? Die alten Mutter Griebscher, wie sie beide da sitzen. Total verstört. Kindheit ist vorbei. Das ist eine Leichenlagerungskammer. Aber. Komm schon, mach deinen Jump. Nein, nein, ich häng da hinten fest. Ich häng fest. Nein. Wenn ich rausgelaufen wäre, hätte sie mich auch geschnappt. Ich muss eigentlich einmal springen und dann kann ich sie halt easy zerlegen. So, ich hab schon mal... Oh, oh. Okay. Ah. Ah. Ich hasse das Kampfsystem. Okay, das Brett rausziehen war unnötig. Ich dachte schon, hey, vielleicht, eventuell, ne? Spar Zeit. Schon mal Brett rausziehen. Und wir müssen die auf jeden Fall plätten. Die müssen zerstört werden. Mein Wo spawnt das Ding? Vielleicht kann ich ja hier direkt, wenn es rauskommt, ihn abfangen. Nein, kann ich nicht. Du bist schneller als ich. Du bist intelligent. Du bist einfach schlauer. Kein Gehirn, trotzdem schlauer als ich. Gib mir den Knüppel. Ich reiß das Brett diesmal runter. Ja, sieh schon mal. Was? Der kommt jetzt hier raus? Hat mich ausgetrickst. Immer wenn du denkst, jetzt habe ich sein Muster durchschaut. Er ist schlauer als ich. Er springt immer noch ein Stück weiter, gefühlt. Was? Er hat doch schon... Gibt's nicht. Gibt es nicht. Okay, ich muss noch mehr Zeit dem... Jetzt sehe ich es nicht mehr. Ja! Gott, das Timing war eben gerade sehr gewagt und sehr, sehr knapp. Vorsicht, schlechte Position. Ah, auch nicht gut. Jetzt! Sag mir, dass es kaputt ist. Was? Die stehen in mir. Wie unfair ist das denn? Ach komm. Die können in mir stehen? Oh, Game. Game. Oh, da kommt das Vieh direkt hier, ne? Nimm das doch. Er nimmt es nicht. Er nimmt es. Oh, Glück gehabt. Guck mal, da... Ist er nochmal schlau genug zu sagen, ah nee, ich warte noch ein bisschen. Ey. Ey. Ja.
Was? Jetzt kommen. Jetzt kommen hier schon zwei? Oh Mann! Oh Gott! Die Stelle ist ja der Horror! Die Stelle ist ja wirklich der Horror. Weil die immer wieder ihr Verhaltensmuster ändern. So, jetzt kommt es wahrscheinlich wieder hier unten raus. Ich bin tot. Ich bin tot, weil... Ja. Er hat das Ding angefasst. Lass die Finger vom Brett. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Wir konzentrieren uns darauf, einfach nur das Händchen zu erledigen. So, here we go. Oh nein, wo habe ich denn jetzt dagegen geschlagen? Unsichtbare Wand. Ja. Es rennt weg. Nächstes kommt. Überlegt sich nochmal. Nee, lieber. Ja, auch getroffen. Wären es jetzt drei? Ich kann nicht schlagen! Können die Six angreifen? Wow. Oh nein! Alter, was eine miese Nummer. Was? Oh, das ist... Was ist das denn? Sei bitte tot. Ey, das war in der Demo aber nicht so gnadenlos. Ist nicht gut. Oh, Mist. Einer erwischt. Alter, ich hab sie eigentlich getroffen. Oh, bitte, sag mir, das war's. Uff, was für eine miese, räudige Stelle. Schaut euch hier mal die ganzen Visagen an. Das ist schon echt übel. Kann ich da mal hoch? Kann ich eine mitnehmen? So als Maske. Welche würdet ihr denn nehmen? Irgendjemand macht hier Gesichter. Gesichtstransplantation. Oh, verfluchte Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh, verflucht. Oh, verflucht. Oh, verflucht. Rein, 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 rein. Alter, nein. Warum geht ihr an der Decke? Oh mein Gott, ich glaub das nicht. Ey, das Spiel ist ein permanenter, purer Albtraum. Haha! Oh Gott. Ich brauche irgendwas zum Werfen. Alter, wer ist das? Der Krankenpfleger? Was treibt ihr hier? Igitt. Das Ganze hier ist sehr, sehr gestört. Sehr, sehr gestört.
Nein, Kumpel, nein, 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 nein. Komm schon, komm schon. Okay. Okay. Kann ich hier hoch? Ich bin tot. Ich bin tot. Okay, an die eine Schublade konnte ich nicht. Na, wenigstens landen wir hier. Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Qualen und Albträume erwarten uns. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.